Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM 2 In der letzten Folge haben wir gerade, so würde ich sagen, den Vergeltungsschlag geschafft tatsächlich. Das war wirklich knapp, weil ich habe einen winzigen kleinen Fehler gemacht und hätte damit fast meine gesamte Truppe geopfert. Nee. Könntet ihr mal bitte aufhören zu quatschen? So, bevor wir hier anfangen, werde ich mal schnell hier bei Manuel das Ganze ändern in Juppa. Juppa von Schwarzberg. Bitte, bitte, habe ich gern gemacht. Was gibt es denn hier bei Accessoires? Um Gottes Willen, da kann man aber ganz schön viel ändern. Kann man wirklich ganz schön viel machen. Eine Gesichtsbemalung. Huch. Aha. Homma, homma, ho. Also, das sieht ehrlich gesagt ganz schön blöd aus. Obwohl diese Maori-Dinger schauen eigentlich ganz nett aus, aber das passt irgendwie gar nicht. Schaut alles tatsächlich etwas arg seltsam aus, muss ich sagen. Eine Samurai-Maske und eine Muton-Maske. Okay, alles ist schön. Schauen wir mal vielleicht noch Körper an. Ja, hallo. Hallo? Ah. Oh. Der musste sich ausziehen. Darum hat gerade die Kamera geleckt. Das ist keine Ahnung, was das ist. Das ist auch nicht sonderlich besser. Aha, im T-Shirt. Ja, genau. Also, es schaut ja nicht schlecht aus, aber für eine Kampftruppe im T-Shirt, ich weiß ja ehrlich gesagt nicht. Darum. In 7 Tagen haben wir die Magnetwaffen erforscht. Wir müssten diese auch fangen können. Vorräte. Aber ich glaube, da gab es noch irgendwas. Genau, hier die Vorratslieferung. Die haben wir dann in 3 Tagen, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, in 3 Tagen geschafft. Tova Levin hat sich erholt. Die Erfolge, sage ich schon. Commander, zur Unterstützung Ihrer Bemühungen stehen Ihnen zusätzliche Ressourcen und zusätzliches Personal im Widerstandshauptquartier zur Verfügung. Das ist alles sehr, sehr schön. Darum schauen wir mal. Scan-Bonus Schnellbau. Hier einen Grenadier aus Schweden. Private Lars Hagen. Oder hier Dr. Faraji Kotzi, ein Ingenieur. Medizinische Unterstützung ist natürlich immer sehr, sehr schön. Brauchen wir aber irgendwas? Ich würde sagen, momentan mal nicht. Wahrscheinlich wird sich das gleich rächen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Gibt es hier in einem Tag, ist das weggeräumt. Dann schauen wir uns mal den Raum an. Labor, Werkstatt oder Energierelais. Ich würde sagen, ein Labor für eine schnellere Forschung. Unsere Energiesysteme arbeiten am Limit. Jupp. Und haben keine freien Kapazitäten mehr, sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. In 10 Tagen wäre das gebaut. Hier Commander, haben wir keinen neuen Ingenieur. Also hätte ich den Ingenieur vielleicht doch gebraucht. Aber was soll's. So, 4 Tage. Ich hoffe, das schaffen wir noch, bis wir die Magnetwaffen erforscht. Ein neues Ziel für unsere Guerilla-Einsätze gegen Advent. Das ist sehr schön. Das ist nämlich da unten. Ich würde aber gerne... Ich hätte sehr gerne hier diese Vorräte noch gehabt. Muss ich ehrlich sagen. Mache ich das mal so. Commander, ein zeitkritischer Einsatz wartet auf uns. Wir können unsere Scans hier immer noch später beenden. Okay, dann müssen wir eben dahin. Die Advent-Legierungspanzerung. Das würde das behindern. Das ist relativ schön. Schwierigkeitsgrad leicht. Das ist schön. Das Einzige, ich habe hier weder die Vorräte noch die Magnetwaffen. Und die Magnetwaffen wahrscheinlich gerade so nicht. Ich kann es mir schon denken. So, was haben wir hier jetzt?
Odin ist dabei. Levin werde ich mal schnell rausholen und mich dafür nehmen. Ansonsten glaube ich, wäre auch Jopa. Nein, Jopa ist noch nicht bereit. Dann bleibt eben Lena nochmal im Team. Haben einen Ranger, Scharfschütze, Grenadier, Spezialist. Ich würde sagen, das passt soweit. Und neue Sachen haben wir ja eh nicht. Hier bei einer Waffenverbesserung oder ähnlich. Oh, da haben wir die Waffe sogar schon. Haben wir noch irgendwelche Waffenverbesserungen? Nö. Haben wir es vielleicht sonst noch irgendwelche Ausrüstung? Ich glaube zwar nicht. Was ist denn da der Unterschied? Kevlar-Rüstung? Widerstandskämpfer-Kevlar-Rüstung. Aha, das schaut einfach kaputter aus, okay. Ist jetzt auch nicht so interessant. Schwert, da gibt es ja auch nichts Neues. Und Splittergranate auch nicht, okay. Wir sind tatsächlich schon auf dem aktuellsten Stand. Starten wir mal den Einsatz und hoffen darauf, dass alles gut geht. Ich finde Birnodin immer noch so genial mit diesem Bolzenschießer und den Äxten. So, Einsatz starten. Die Magnetwaffen können wir dann nächste Runde erforschen. Die Frage ist, wann soll ich eigentlich die ortverlassene Erhebung... Ja, das ist jetzt alles egal. Entschuldigung, um Gottes Willen. Die Frage ist, wann soll ich überhaupt den Bolzenschießer ersetzen durch eine bessere Waffe? Das müssten wir dann noch schauen, weil, wie gesagt, ich kenne diese neuen Waffen gar nicht. Da müssen wir tatsächlich mal schauen, wie sich das dann verhält oder verhalten wird, besser gesagt. Und mein Hals ist irgendwie gerade total kratzig und ich weiß nicht warum. Ich hoffe, ich huste nicht nochmal. So, wir müssen jetzt die Therapieverarbeitungsakten bergen. Aber Vorsicht, beim Ziel befinden sich selbstauslösende Sprengladungen. Rücken Sie vor, um das Paket zu entschärfen und zu extrahieren, bevor seine Inhalte zerstört werden. So, genau das hasse ich an XCOM 2. Es gibt eigentlich bloß Missionen mit Rundenlimit. Und das ist sowas von nervig, finde ich. Weil ich möchte mir da generell Zeit lassen und nicht einfach durchraschen. Bin unterwegs. Darum finde ich das immer ein bisschen nyäh. Ist halt nyäh. Aber kann man halt nichts anderes machen. In Ordnung. Ja, in Ordnung. Die sprechen alle Deutsch. Vielleicht, weil sie alle Deutsch sind. Könnte natürlich auch sein. Könnte ich hier irgendwo hinziehen? Tatsächlich könnte ich hier rüberziehen. Ist das eine schlaue Idee? Ich wage es zu bezweifeln, aber ich mache es trotzdem. Tempo. Zack. Vor allem, das bin ja ich. Also ich bin immer total kritisch unterwegs. Okay, die wären jetzt direkt im Schussfeld. Hier von Birnodin und der andere ist irgendwo. So, hier könnte ich hinaufgehen. Aber natürlich bin ich dann im Radius. Na, super, super, super. Das wäre eine 100% Trefferchance. Von hier aus treffe ich natürlich nichts. Und hier würde ich halt in den Radius reinziehen. Das wäre ein bisschen doof. Das wäre ein bisschen doof. Doof wäre das. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen, Birnodin geht mal in den Feuerschutz und hier greifen wir den... Das war natürlich doof. Ich hätte vielleicht schauen sollen, wie viel Dings wir haben. Das habe ich jetzt natürlich alles recht doof gemacht, muss ich ehrlich sagen. So, ich könnte hier in Deckung gehen und das sogar ohne die aufzudecken. Das ist natürlich prima. Aber toll, dass die mich gar nicht sehen, obwohl ich irgendwie bloß 2 cm weit weg von denen bin, aber egal.
So, hier könnte ich eine Splittergranate werfen. Wäre das eine schlaue Idee? Ich weiß es nicht. Ich mache es aber trotzdem. Ich liebe nämlich Granaten. Ich liebe Granaten. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, jetzt wisst ihr es. Wusch! Hey, das ist ja ein Betäubungslanzenträger. Hätte ich vielleicht drauf achten sollen, aber nee, ich bin gerade viel zu... Ich bin gerade viel zu plemplem dafür. So, den haben wir weg. Den haben wir auch weg. Das ist alles prima. Hier kann ich dann noch hinaufschauen. Vielleicht hier an diesem Fleck. Und von hier aus könnte ich dann... Ja, das Geschütz stimmt. Dann werde ich mal hier in eine volle Deckung gehen. Weil das Ding wird jetzt bestimmt auf mich schießen, ja. Geschütze sind immer sehr toll, wenn man die übernehmen kann. Und vor allem, ich könnte ihm sogar... Ja, ich könnte ihm so sogar noch Schaden machen. Autsch. Genau so habe ich es mir gedacht. Gut, wo bin ich? Ich bin hier. 99%. Ich hoffe, das klappt. Müsste eigentlich klappen. Und wusch, das Geschütz ist eliminiert. Jetzt haben wir noch 6 Runden Zeit, um den Container zu bergen. Hey, eine Beförderung verdient. Ich bin prima. Aber das ist ja nichts Neues. So, das Einzige, irgendwo müssen noch Gegnertruppen sein. Und ich habe das Gefühl, ich werde die schneller treffen, als dass ich es mir wünschen würde. So. Jetzt gehe ich natürlich voll auf Risiko. Einmal nachladen, bitte. Und einmal vorziehen. Damit wir alle an einer Front sind und nicht Brodin irgendwo hinten ist. Das gibt's doch nicht. Warum ist mein Hals gerade so kratzig? Warum von hinten? Von hinten ist doof. Von hinten ist wirklich sehr doof, weil ich da keine gute Deckung habe. Ich könnte natürlich darüber zischen. Verstärkungen nähern sich. Wie machen wir das? Hier könnte zum Beispiel Birn-Odin hin. Und mal auf die Verstärkung warten. Das Problem ist halt wirklich, wir haben hier eine relativ schlechte Position gerade. Wir haben jetzt tatsächlich nicht so die beste Stellung. Ja, rennt ruhig weg, Zivilisten. Und ich ziehe da auch noch irgendwo hin. Ich würde sagen, einfach hier hinter den Laternenmast. Im Notfall könnten wir ja noch ein paar Granaten werfen. Und diese neue, die jetzt Birn... Oh. Ups. Da ist ja noch ein Geschütz drauf. Ich hoffe, das sieht uns nicht. Ein Offizier, 2 Soldaten. Das sollte jetzt kein so großes Problem darstellen. Vor allem, wenn die direkt nebeneinander sind. Könnten wir die mit einer Granate besiegen? Nein, nein, greif doch den an. Genau, so ist schön. So. Schaffen wir noch den zweiten? Ja, den zweiten Soldaten haben wir auch noch eliminiert. Das heißt, jetzt bleibt bloß noch... nee, wir haben einen Offizier und den Soldaten eliminiert. Das ist natürlich auch sehr schön. Triffst du den mit 66%? Wie schaut denn hier der Rest aus? 58%, 56%. Das ist jetzt alles nicht so zufriedenstellend, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte natürlich hier mit dem Schattenfall arbeiten. Das wäre eine 100% Chance. Darum. Busch!
eine 100% Chance, dass er plus 2 Schaden macht. Natürlich. Ja gut, verplempern wir halt eine Runde, was soll's. Oder eben doch nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass du daneben schießt. Weil das ist doch immer so, dass bei XCOM die Soldaten daneben schießen. So, hier gehe ich dann erst in der nächsten Runde rein. Werde da mal ein bisschen meine Truppen zusammenziehen, ein bisschen nachladen. Und ein bisschen auf das Geschütz aufpassen. Weil das wäre sonst doof, wenn es uns sieht. Ja, die Uhr tickt. Es ist schön. Möchtest du vielleicht aufhören zu quasseln und die Runde beenden? Achso, die Runde ist schon beendet, okay. Könnte ich hier vorziehen? Hallo? Warum komme ich hier nicht rein? Aus irgendeinem Grund möchte er mich nicht reinlassen, okay. Dann ziehen wir eben dahin. Ich hatte eigentlich gedacht, die Tür wäre vorne. Dann machen wir mal die Tür auf, sehen wahrscheinlich noch ein paar Aliens. Ja. Genau das hatte ich erwartet. Und ich hatte eigentlich nicht erwartet, dass die sich so doof anstellen. Ja, jetzt ist natürlich doof. 66% Chance ist das natürlich bloß. Hier 67%. Das nützt nicht so sonderlich viel. Ich könnte natürlich tatsächlich versuchen, hier mit einer 66% Chance den Sektoiden wegzumachen. Und der Sektoide ist sogar fast weg. Warum sollte er auch ganz weg sein? Also, ja gut. Bestätigt. 62 und 50. Ich bin gerade tatsächlich nicht so sonderlich beeindruckt von meinem taktischen Können. 88%. Wahrscheinlich wird das trotzdem nicht hinhauen mit einem kritischen Nee, der hat ja nicht einmal das volle Potenzial ausgeschöpft. Der hat nicht einmal das volle Potenzial ausgeschöpft. So, Pistole abfeuern mit einer 69% Chance. Natürlich triffst du nicht. Warum sollst du auch treffen? So, ich möchte diesen Betäubungslanzenträger unbedingt weghaben. Darum werde ich da jetzt mal eine Granate verwenden. Am besten so, dass nicht die gesamte Deckung flöten geht, aber das haut irgendwie so nicht hin. Ich muss die Deckung wegmachen. Weil der Sektoide, der kann jetzt auch nicht so viel anstellen. Er könnte mich angreifen, zumindest Birn-Odin, und ein bisschen verletzen. Aber ich glaube ehrlich gesagt eher, dass er entweder einen wiederbelebt oder... Hey, wir sehen das Ziel, super. Oder dass er einen von unseren Soldaten per Gedankenkontrolle steuern wird. Ich hoffe, eins von den letzten beiden. Nee, er wird angreifen. Nee, er wird doch... Okay. Wird Birn-Odin übernehmen? Doch nicht? Okay, dann wird er doch den Soldaten wiederbeleben. Das finde ich relativ toll. Man könnte prinzipiell den Gegner gut einschätzen. Die Frage ist bloß, was mache ich jetzt hier? Ziehen wir mal davor. Mal schauen, wie... Sektoide. Wie groß ist die Chance? 44% ist jetzt nicht so viel. Hier 58, hier 39. Das ist alles nicht so sonderlich viel. Aber ich probiere das mal mit einer 39% Chance. Hätte hinhauen können. Hat's aber nicht. Halt, warum hast du eine 80... Ach so, vielleicht weil du direkt davor stehst, auch gut. Und Birn-Odin darf sich dann um
den Container kümmern. Das Einzige, was mir gerade auffällt. Birn-Odin. Okay, Birn-Odin könnte dann vorziehen. Hat keinerlei Deckung dann. Aber soll mir relativ egal sein. Es kann hier nicht so sonderlich viel passieren. Das Einzige, ich würde hier sehr gerne den Sektoiden weghaben. Auch wenn ich jetzt wieder Granaten werf. Aber besser Granaten werfen als Leute verlieren. Ja, Beute zerstört. Das ist mir gerade relativ egal. Muss ich leider sagen.